Du verkörperst Semja Shimshek? Shimshek. Die Tochter des ersten NSU-Opfers. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Hast du Semja auch getroffen? Habt ihr gesprochen miteinander? Zunächst einmal hatten wir Proben zusammen und das hat mir sehr viel geholfen, dass Semja bei unseren Proben mitgemacht hat und wir konnten ihr auch bei den Leseproben Fragen stellen und das ist für uns Schauspieler Reichtum, wenn wir dann diese Informationen bekommen, um unsere Rollen auch zu füllen. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir nicht irgendjemanden nachzuahmen, weil das ist immer die Gefahr bei einer Person, die es wirklich gibt, die man spielt, sondern man muss es dann zu der Figur des Films machen und das haben wir dann gemeinsam mit unserem Regisseur Süli Alada dann auch geschafft, denke ich. Und auf der anderen Seite war es auch nochmal eine Herausforderung für mich, weil ich ja Spielalter 14 bis 25 verkörpere und ich habe eine 14-jährige Schwester, da habe ich die auch viel beobachtet und Semja hat mir auch viel erzählt, wie sie früher war und einfach diese Leichtigkeit, dieses Fröhliche dann auch nochmal darzustellen, damit es im Kontrast zu der 25-jährigen Semja steht, um diese Entwicklung nachvollziehen zu können. Semja hat ja auch ein Buch geschrieben, Schmerzliche Heimat. Hast du das Buch zur Vorbereitung auch gelesen? Ja, wir haben vor den Dreharbeiten ganz viel Material bekommen. Das Buch habe ich nicht komplett durchgelesen. Also ich muss ehrlich sagen, wir waren relativ kurz vor den Dreharbeiten, als ich erfahren habe, dass ich sie spielen darf. Und ich habe mich viel stärker mit Semja persönlich befasst. Und natürlich habe ich auch im Buch gelesen, aber mir war es wichtig, dass ich nicht in die Gefahr gerate, sie nachzuahmen, sondern dass wir wirklich eine schöne Figur für Semja entwickeln. Steht bei der Vorbereitung auch ein Unterschied dazu, wenn du fiktive Rollen spielst? Geht man da ganz anders ran? Also ganz anders würde ich nicht sagen, aber da ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, weil auf der einen Seite ist man freier und hat den Druck nicht, man hat einen anderen Druck, weil man wirklich frei ist, mit dem Drehbuch und mit dem Regisseur zusammen diese Rolle zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite hat es auch Vorteile, wenn man jemanden verkörpert, den es wirklich gibt, weil man sie beobachten kann. Und wir Schauspieler, das ist eigentlich unser Hauptding, was wir machen müssen in unserem Alltag, beobachten, beobachten, beobachten. Du spielst jetzt bereits zum dritten Mal unter der Regie von Süli Alardag. Ist da ein besonderes Vertrauensverhältnis auch zum Regisseur da? Ist die Arbeit vielleicht auch anders, weil man sich schon lange kennt? Sicherlich ist es vertrauter. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass dieses Projekt für Süli auch sehr, sehr wichtig war, wie für uns alle und immer noch ist. Und dass ja die Semja Shimshek ja die Hauptrolle ist und wir da besonders fokussiert und konzentriert arbeiten mussten und die Vertrautheit eigentlich auch viel mehr dafür gesorgt hat, dass man voneinander viel mehr erwartet als von anderen. Und dadurch konnten wir auch gemeinsam glänzen, finde ich. Natürlich sind wir auch ineinander geraten, aber ich bin so gewachsen mit ihm und diesem Film und ich habe so viele tolle Sachen gelernt durch Süli und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn man an einem so brisanten Projekt mitwirkt, schaut man da auch anders auf die Reaktionen von Kritik und Publikum? Ich glaube, es ist, wenn, dann sehr wichtig, dass unser Film bei den Menschen ankommt. Das ist mir bei diesem Projekt besonders wichtig, dass sie diesen Film sehen und auch erfahren, was hinter der politischen Kulisse alles passiert ist. Mal abgesehen davon, dass diese Familie ein Familienmitglied, den Vater der Familie verloren hat, hatten sie so viel zu kämpfen mit anderen Dingen. Und
es sollte nicht in Vergessenheit geraten. Keiner dieser Geschichten, keiner dieser Familien und keiner dieser Morde sollte in Vergessenheit geraten. Deswegen finde ich den Titel Vergesst mich nicht auch sehr passend. Damit hast du eigentlich die Frage schon fast beantwortet. Was kann der Film bewirken oder was soll er bewirken? Ja, es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die nicht wissen, was NSU ist oder NSU-Morde. Okay, Dönermorde habe ich mal gehört. Und das ist eigentlich fast schon schockierend. Und aber dafür können wir was tun. Und diesen Menschen diese Geschichten erzählen. Und das ist, denke ich, unser Hauptziel. Dass es weder in Vergessenheit gerät, noch dazu, dass die Menschen überhaupt mal darüber Bescheid wissen, was da eigentlich passiert ist. Das gilt für alle drei Teile. Und deswegen finde ich es besonders wichtig, dass die Menschen sich das ansehen. Und ich finde es auch super, dass es im Fernsehen gezeigt wird, sodass die Bürger, dass der Film die Bürger erreicht. Im Film wird auch besonders deutlich dargestellt, welche Angst die Mutter um ihre Kinder hat, wenn die nachts wegbleiben, in eine Disco gehen. Hast du solche Erfahrungen vielleicht auch im Laufe der Zeit sammeln müssen? Ja, tatsächlich gab es sogar Parallelen zwischen mir und Samia, was dieses Thema angeht. Und gemeinsam mit den Morden wurde meine Mutter auch sehr empfindlich. Und noch dazu ist sie Journalistin und hört Geschichten oder schreibt über Geschichten, die einfach unglaublich sind. Und deswegen wurde ich, glaube ich, ich konnte nicht auf Partys gehen, auf die meine Freundin gegangen sind. Oder ich konnte nur in Ausnahmeumständen bei Freunden auch übernachten und alles. Und ich habe es damals nicht verstanden und ich fand es sehr unfair. Aber heute kann ich das natürlich nachvollziehen. Und ich habe ein bisschen darunter gelitten. Aber es ist, wie es ist. Und heute bin ich der Mensch, der ich bin, durch diese ganzen Erfahrungen. Du hast ja türkische Wurzeln. Ja. Stammst aus Ankara. Ja. Deine Eltern sind Journalisten aus der Türkei, die in Berlin leben. Habt ihr auch vielleicht persönlich Reaktionen aus der Türkei mitbekommen im Laufe dieser NSU-Morde? Ich muss ehrlich sagen, nein. Und ich bin mir sicher, dass es auch in der Türkei angekommen ist und dass darüber berichtet wurde. Was ich halt auch dort wieder einmal erstaunlich finde, ist, ich drehe da gerade eine türkische Serie und ich meinte, dass ich zurück muss aufgrund dieser Pressekonferenz heute und habe von den NSU-Morden erzählt und wie wichtig dieser ganze Film ist und diese Trilogie. Und sie wussten nicht darüber Bescheid. Und ah ja, da war ja was mit Dönermorden. Und das sogar, also dieses Wort so globalisiert wurde, dass sogar in der Türkei das als Dönermorde bezeichnet wird. Und das fand ich so erstaunlich, weil das ist ja schließlich, das sind unsere Menschen, die fern von ihrer Heimat leben und umgebracht wurden. Und das ist einfach nur das, was man von den Medien bekommt als Futter. Und das fand ich auch schon erstaunlich, dass sie da auch nicht so viel drüber Bescheid wissen. Ihr habt auch an Originalschauplätzen gedreht, auch in der Türkei, in dem Dorf, wo die Familie Cimşek herkommt. Was war vielleicht da ein besonderes Erlebnis? Oder wie war überhaupt die Dreharbeiten dort? Es war was ganz Besonderes, dieses Haus zu betreten und auch den Garten. Und Samia hat mir die Bäume gezeigt, die ihr Vater und ihre Mutter gemeinsam eingepflanzt hatten. Und die stehen immer noch. Und ja, ich fand es einfach so emotional, dass ich etwas berühren konnte, was Enver Cimşek berührt hatte und dagelassen hat auf dieser Welt. Und konnte mich auch an seinem Grab verabschieden. Das hat mir auch sehr gut getan, um meine Seele auch zu bereinigen. Und ich fand es einfach unglaublich, wie die Dorfeinwohner uns geholfen haben und alle mitgemacht haben. Und die Familie Cimşek auch ganz vorne mit dabei. Sie haben uns so viel möglich gemacht und
es war alles sehr emotional, weil die Menschen, die damals die Beerdigung mitgemacht haben, haben sie dann für uns letzten Sommer auch nochmal mitgemacht und haben als Komparsen mitgespielt. Und es war sehr emotional. Wenn der Film im Fernsehen gezeigt wird, wirst du ihn dir selber auch nochmal angucken? Ich muss ehrlich sagen, es ist ein... es ist sehr schwer für mich, den Film mir anzusehen. Und ich glaube, für viele ist es nicht einfach. Ich trage viele dieser Emotionen in mir und sie wiederholen sich, wenn ich den Film auch sehe. Und diese Erfahrung mache ich zum ersten Mal auf diese Art und Weise. Ich werde es mir bestimmt ansehen, weil ich ja als Schauspielerin an mir arbeite und um mich zu analysieren, wie ich da gearbeitet habe, warum funktioniert das, vielleicht funktioniert es auch nicht, um diese Sachen herauszufinden, würde ich als Arbeit es mir nochmal ansehen und versuchen, nicht zu emotional ranzugehen. Eine letzte Frage, wo wird man dich demnächst vielleicht sehen können? Vielleicht auf der Berlinale auch? Unser Kinofilm, Hör dir, wo ich die Hauptrolle gespielt habe, ist jetzt in der Vorauswahl zur Nominierung für den Deutschen Filmpreis als bester Kinderfilm. Und noch dazu wurde ich als beste Darstellerin nominiert, das allererste Mal vom Verband der Deutschen Filmkritiker. Und darüber bin ich besonders stolz, weil mir reicht auch schon die Nominierung, weil das war die erste Preisverleihung, auf der ich war damals 2010 mit Die Fremde. Und ich weiß noch, dass wir für 7 Preise nominiert waren und alle 7 auch bekommen hatten. Und ich konnte es einfach nicht glauben. Und jetzt ist es umso schöner für mich, da nochmal mit einem Kinofilm hinzukommen, wo ich die Hauptrolle gespielt habe. Und ansonsten habe ich letztes Jahr sehr viel, auch nach Vergesst mich nicht, sehr viel gedreht. Und als nächstes wird Kommissar Pascha rauskommen auf ARD. Und dann habe ich noch Unter Verdacht gedreht mit Senta Berger. Das war auch sehr, sehr schön. Und darauf folgt dann noch Der Alte. Aber mehr verrate ich erstmal nicht. Gut, dann bedanken wir uns bei dir für das Gespräch und wünschen dir viel Erfolg beim Deutschen Filmpreis auch.